Herzlich willkommen, meine Freunde. Heute geht es um den Wohnsitz als Steueranknüpfung bei natürlichen Personen. Denn wie wir alle wissen, ist steuerpflichtig, wer einen Wohnsitz im Inland hat. So, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wann liegt ein Wohnsitz überhaupt vor? Also, wenn durch den Steuerpflichtigen eine Wohnung bewohnt wird und aufgrund der Umstände davon ausgegangen werden kann, dass dies nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft erfolgen soll, dann liegt auf jeden Fall ein Wohnsitz vor. Zum Beispiel, Beispiele sind ein eigenes Haus, möbliertes Zimmer. Es können aber auch so Sachen wie ein Wohnwagen sein. Bei minderjährigen Kindern geht man natürlich immer davon aus, dass der Wohnsitz im Elternhaus ist. Bei einem Ehegatten zum Beispiel geht man davon aus, dass der Wohnsitz in der gemeinsamen Wohnung ist. So, gucken wir erstmal im Gesetz nach. Schlag den Paragraphen 8AO auf, da steht drin. Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. Es gibt jetzt drei Kriterien, die ich euch zeigen möchte. Anhand dieser Kriterien könnt ihr entscheiden, ob es sich um einen Wohnsitz handelt oder nicht. Erstes Kriterium ist die Wohnung, also die Räume müssen dauerhaft zum Wohnen geeignet sein. Zweites Kriterium ist das Innehaben der Wohnung, also das heißt die Vertretungsmacht. Es geht um die Vertretungsmacht. Er muss auch die Vertretungsmacht der Wohnung innehaben. Drittes Kriterium sind die Umstände, die auf Beibehaltung und Nutzung schließen lassen. So, und jetzt gucken wir uns diese Kriterien mal genauer an und es wird natürlich wie immer auch Beispiele dazu geben. Also, was sind die Voraussetzungen für einen Wohnsitz? Erstes Kriterium nochmal, die Wohnung allgemein natürlich. Also die Räume müssen dauerhaft zum Wohnen geeignet sein. Das kann zum Beispiel ein Wochenendhaus sein, aber es kann auch einfach ein Wohnwagen sein. Es können auch auf Dauer gemietete Hotelzimmer sein, das reicht schon aus. Oder ein ganz normales möbliertes Zimmer. Als nicht geeignet angesehen ist zum Beispiel eine reine Schlafecke in einem Geschäftsraum oder eine Gartenlaube, die noch nicht mal winterfest ist. So, das zweite Kriterium. Er muss die Wohnung auch innehaben. Es geht um die tatsächliche Ausübung der Vertretungsmacht, indem man einen Schlüssel zum Beispiel hat. Kommen wir zu Beispielen. Beispiel natürlich Eigentum, also dir gehört die Wohnung. Miete, du wohnst zur Miete in der Wohnung. Aber auch Wohnrecht bei zum Beispiel nahen Angehörigen. Als nicht geeignet angesehen werden Besitze ohne Rechtsanspruch. Das ist zum Beispiel, wenn man im Gefängnis ist, wenn man im Krankenhaus liegt oder auch wenn man ein Gästezimmer hat bei den Großeltern oder bei den Eltern, wo man manchmal zu Besuch ist. Das reicht nicht aus. Da hat man die Wohnung nicht inne. Man übt nicht die tatsächliche Vertretungsmacht aus und normalerweise, wenn man im Gefängnis, im Krankenhaus ist oder auch wenn man ein Gästezimmer bei den Großeltern hat, also normalerweise hat man dann auch keinen Schlüssel. So, dann das dritte Kriterium. Also das sind alle Umstände, die auf Beibehaltung und Benutzung schließen lassen. Objektive Nutzung und subjektiver Nutzungswille. Beispiele sind zum Beispiel ein regelmäßiger Ferienaufenthalt, das muss aber regelmäßig sein, zum Beispiel wirklich jedes Jahr zweimal für zum Beispiel 6 Wochen. So, gucken wir uns mal ein paar kleine und kurze Beispiele an, damit die Sache klarer wird. Frau Klose sitzt seit 20 Jahren wegen Mordes im Gefängnis. Liegt jetzt nach § 8AO ein Wohnsitz im Gefängnis von Frau Klose vor? Also es liegt natürlich kein Wohnsitz vor, denn es geht darum, dass Frau Klose auch über die Wohnung verfügen können muss. Also dieses Innehaben der Wohnung, sie müsste auch einen Schlüssel haben. Das ist, glaube ich, im Gefängnis nicht der Fall. Und die entsprechenden Rechte geltend machen können müsste. Und das ist natürlich gerade bei einer Gefängniszelle nicht gegeben. Also merkt euch, bei einer Gefängniszelle liegt niemals ein Wohnsitz vor. So, ein weiteres Beispiel. Rockstar M. mietet unbefristet ein Hotelzimmer und hat bereits vor 15 Jahren mit dem Eigentümer Z der Paradisi Hotels einen Vertrag geschlossen. Liegt jetzt hier ein Wohnsitz nach § AO vor? Ja, das tut er. Es liegt ein Wohnsitz vor.
Denn Rockstar M hat demnach seinen Wohnsitz gemäß § 8o im Inland, da auch ein Hotelzimmer als Wohnung definiert wird. Wenn die Räume zum dauerhaften Wohnen geeignet sind, also es geht hier natürlich um das dauerhafte Wohnen, würde er in dem Hotel nur für eine begrenzte Zeit wohnen, dann wäre es kein Wohnsitz. Da er allerdings das Hotelzimmer eben unbefristet gemietet hat und das vor bereits 15 Jahren mit dem Eigentümer Z durch einen Vertrag geregelt hat, liegt also ohne weiteres ein Wohnsitz nach § 8AO vor. Aller gute Dinge sind drei und deshalb gucken wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Der Italiener Herr Catalano führt in den Sommermonaten Juni bis August eine Eisdiele in München. Er hat sich für diese Zeit ein möbliertes Zimmer gemietet. Die restliche Zeit des Jahres verbringt er in seiner Heimat Sizilien. Liegt jetzt, wie zuvor auch die Frage, ein Wohnsitz nach § 8AO vor? Also ein vorübergehendes Wohnen begründet keinen Wohnsitz. Es liegt also kein Wohnsitz vor. Die Umstände müssten darauf schließen lassen, dass die Wohnung auch auf Dauer beibehalten werden soll. Und das ist ja hier bei Herr Catalano nicht der Fall. Es liegt somit kein Wohnsitz nach § 8AO vor. Das war's auch schon mit dem ersten Video zum Wohnsitz. Es wird jetzt weitere Fallbeispiele zu dem Wohnsitz geben. In diesen Fallbeispielen werden wir das hier besprochene Schemata anwenden können und somit können wir den Stoff vertiefen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Guckt euch diese Videos auch ebenfalls an. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um autodidaktisches Lernen zu unterstützen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.